Es ist höchste Zeit, sich zu verabschieden, Taro. Du hast recht, Tsubasa, aber dieses Spiel werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Ich werde dich nie vergessen. Wir bleiben das goldene Duo von Nankatsu. Ja, da hast du recht. Tsubasa! Ja, was ist denn? Tsubasa, Roberto, er ist allein wieder zurück nach Brasilien gefahren. Was? Das glaube ich nicht. Er hatte mir doch versprochen, dass er mich... Das muss ein Witz sein, Mutter. Warum sollte Roberto ohne mich nach Brasilien gehen? Warum hat er mir das angetan? Ich weiß nicht warum. Roberto war doch bis zum Schluss des Finales hier. Wir können ihm hinterherfahren. Los, beeilen wir uns. Vielleicht erwischen wir ihn noch. Meinst du? Eine gute Idee. Wenn wir sofort losfahren, kriegen wir ihn noch am Flughafen. Ich weiß zwar nicht, was hier gespielt wird, aber steigt mal alle auf meinen Laster. Wisst ihr, dieser freundliche Mann hier, der hat... Halt du mal den Mund. Wir müssen sofort los. Ist gut. So, Leute, jetzt geht's los. Ich werde so schnell fahren, wie ich kann. Wir drücken euch die Daumen! Tsubasa! Lieber Tsubasa, verzeih mir, dass ich dich einfach so verlasse. Aber wenn ich dir in die Augen sehen müsste, würde ich sicher kein Wort herausbringen. Darum habe ich nur die Möglichkeit, dir diese Zeilen zu hinterlassen. Wie du weißt, kann ich wegen meiner Augen nicht mehr Fußball spielen. Das war ein großer Schock für mich. Du hast meinem Fußballerleben wieder einen Inhalt gegeben. Irgendwie habe ich mich in dir wiedergesehen. Ich habe mich in dein Talent verliebt und wollte in meinem Land Brasilien aus dir einen der besten Spieler der Welt machen. Aber als ich auf den Meisterschaften gesehen habe, dass du mittlerweile deine eigene Technik entwickelt hast, habe ich gespürt, dass du mich nicht mehr brauchst. Tsubasa, du hast bessere Chancen, ein großartiger Spieler zu werden, wenn du auf mich verzichtest. Wenn ich dich jetzt mit nach Brasilien nehmen würde, könntest du nur meine Kopie werden. Allein wirst du es viel weiterbringen. Du hast wirklich hart an deiner Technik gearbeitet. Und auch deine Kondition ist besser, als ich dachte. Aber das Wichtigste ist dein unbeugsamer Ehrgeiz. Deshalb sind weder Brasilien noch ich das richtige Ziel für dich. Ich glaube, dass ich dir am besten damit helfe, dich allein zu lassen. Ich bin der Meinung, du kannst jetzt selbst die Verantwortung für dich übernehmen. Du wirst eine tolle Zukunft haben. Jungs, da wären wir. Roberto! Letzter Aufruf für Flug Nummer 614 nach Sao Paulo über Los Angeles. Eine Information von Japan Airlines. Bitte lassen Sie Ihr Gepäck nicht unbeaufsichtigt im Flughafengebäude stehen. Tsubasa, du wirst auch ohne mich zu einem der größten japanischen Fußballspieler werden. Ich hoffe, du wirst mich eines Tages verstehen. Roberto! Auch wenn ich bald weit weg in Brasilien bin, ich werde dich immer im Auge behalten. Leb wohl, Tsubasa. Japan, ich sehe dich wieder. Hoffentlich habe ich alles richtig gemacht. Adios, Tsubasa. Roberto, du hast mir beigebracht, was Fußballspielen wirklich bedeutet. Ich habe noch so viel zu lernen. Und ich wollte so gern mitkommen. Wir haben die Meisterschaft gewonnen, wie ich es versprochen hatte. Warum hast du unsere Abmachung gebrochen? Das hätte ich nie von dir gedacht.